sehr groß, dass der Bogen einfach zu groß wird. Ja, und dann gibt es nämlich Stress mit dem Zurücklenken. Bei dieser Slalom-Sektion kommt es drauf an. Optimale Blickführung, Lenkradhaltung, weiches Lenken, dass das Fahrzeug stabil bleibt, nicht in Schleudern gerät. Denn auch noch so diese Mickey-Maus-Bewegung, der angeschaut hat, das kann doch nie im Leben hinhauen. Im Laufe dieses Slaloms wird dann ein etwas breiteres Hindernis auftauchen. Und vor diesem breiteren Hindernis ist dann, wie vorhin schon mal, genauso drum herum zu lenken, wie um die einzelnen Hütchen.